Seid gegrüßt und herzlich willkommen zum Airbus A320 Type Rating mit der heutigen Folge 16C. Wir sind natürlich immer noch beim Approach, allerdings werden wir jetzt ganz konkret, jetzt geht es um das Thema, wie fliege ich den jeweiligen Anflug konkret? Und deswegen heißt die Überschrift Aircraft Guidance Management. Und dieses Thema wird uns jetzt also die nächsten Wochen beschäftigen, weil wir ja die ganzen Anflüge dann durchgehen müssen. Heute geht es um das Thema ILS und zwar GS-Log. Das kennt ihr schon aus letzter Woche, da sind wir ja doch sehr konkret schon in den ILS, weil das war ja das Beispiel, was uns Airbus für die Konfiguration an die Hand gegeben hat. Aber trotzdem gibt es noch den ein oder anderen Punkt, den ich euch da nicht vorenthalten möchte. Und deswegen werden wir uns heute nochmal ausschließlich mit dem ILS beschäftigen. Wir werden auch in diesem Unterricht nochmal, das wird das letzte Mal dann sein, mit beiden Anflugmöglichkeiten uns beschäftigen. Wir werden in den ILS reingehen mit Flaps 1 und wir werden in den ILS mit dem Decelerated Approach auch mit Flaps 2 reingehen. Das kennen wir aus letzter Woche schon, welche Probleme sich da eventuell ergeben, aber das wollen wir heute nochmal im Zusammenhang uns nochmal angucken. Das wird allerdings dann auch das letzte Mal sein, dass wir ein Decelerated Approach dann mit Flaps 1 durchführen und nicht mit Flaps 2. Ne? Aber gut, da werden wir dann nächste Woche uns drum kümmern. Heute geht es um den ILS und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Unterricht und wir sehen uns nachher nochmal. Gut, also Aircraft Guidance Management, heute nur der ILS, GS Log, Approach using Log GS Guidance. Ne? Dann geht es wieder General los, da wird jetzt nochmal genau gesagt, dass das die Grundlage war ja dann schon gelegt mit letzter Woche, wie das alles so vonstatten geht. Und das baut jetzt nur noch darauf auf, weil es gibt ja noch so ein paar Kleinigkeiten, die wir jetzt hier besprechen müssen. Hier in dem Kapitel sind leider alle Sachen gemischt, auch K2 und K3, da gehen wir drüber hinweg, weil das machen wir in gesonderten Unterrichtseinheiten. Das macht jetzt keinen Sinn, wenn wir das alles miteinander vermixen. Hier zum Beispiel Prozedur K2, K3 und so, das nehmen wir jetzt mal weg, was da alles so gibt. Und hier geht es auch nochmal los, K3 mit No Decision Height, auch das Approach Briefing, gut, das ist klar, Approach Briefing gehört immer dazu, da gehen die eben halt auch nochmal auf diese ganze Descent Preparation ein, das kennen wir auch schon aus dem Unterricht, das ist jetzt hier beim ILS so, wie ihr das auf der Checkliste auch alles kennt, wenn wir dann allerdings nächste Woche uns mit dem Final App beschäftigen, beim Non-Precision, da muss man dann doch vielleicht nochmal ins Detail im Briefing drauf eingehen, weil es ja so ist, dass das noch ein bisschen abweicht von einem normalen ILS-Approach und dann macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man das in das Briefing mit einfließen lässt und das machen wir dann nächste Woche nochmal, aber das Briefing, denke ich mal, darauf gehen wir dann nicht mehr ein, aber ihr seht dann schon, wo da die Unterschiede sind. Jetzt kommen wir zum Intermediate Approach, das kennen wir schon, wir müssen den Approach-Knopf drücken, ja, das wissen wir und zwar dann, wenn wir geklärt sind für den ILS und müssen dann also gucken, dass wir auch den Localizer empfangen, Log Deviation is available. Naja, und das ist ja eben halt das Problem, haben wir ja auch schon festgestellt letzte Woche, dass der Localizer im X-Plane relativ, naja, ja, relativ kurz nur zu empfangen ist. 23 Meilen haben wir festgestellt, sehen wir auch gleich wieder wahrscheinlich. Und naja, ich habe das auch nochmal in der Realität jetzt nochmal ganz explizit mir angeguckt. Und 35 Meilen und dann auch noch nicht mal in der Verlängerung, sondern im Beam oder so, empfangen wir auf jeden Fall schon den Localizer. Das ist natürlich von Flughafen zu Flughafen unterschiedlich, das ist mir schon bewusst. Aber dass es jetzt nur 23 Meilen sind hier, das muss ich sagen, das ist doch relativ wenig. Also müssen wir da sehen, dass wir das überhaupt haben. Und wenn wir jetzt den Approach-Knopf gedrückt haben, ja, dann ist der Localizer, also der Log und GS-Mode, die sind gearmt in Blau. Das haben wir auch letzte Woche schon gesehen. Das sehen wir auch gleich nochmal. Ja, Enough-Mode, the aircraft may leave the flight plan to capture the log. Also ihr könnt sowohl vom Enough-Mode als auch vom Heading-Mode, wenn ihr also auf Radar-Vectors seid, diesen Localizer intercepten. Das spielt also gar keine Rolle. Wir können das auch gerne mal machen, dass wir das einmal so und einmal so machen heute.
Hier ist jetzt nochmal ein Absatz, der die Kriterien erklärt, wann eigentlich das Signal akkurat ist. Also sowohl vom Glide-Slope als auch vom Localizer, aber insbesondere was den Glide-Slope anbelangt. Und zwar, da geht es hier darum, dass man sagt, innerhalb von 10 Meilen und einem Fächer von plus minus 8 Grad auf die Centerline bezogen, da ist das Signal akkurat. Also ihr müsst euch das vorstellen wie so ein Fächer, ne? Ihr habt also den in der Mitte der Runway und dann macht ihr einfach so einen Winkel auf und plus minus 8 Grad und das 10 Meilen, dann ist auf jeden Fall das Signal dementsprechend auch akkurat. Ne? Das wird hier jetzt nochmal, wenn das nicht der Fall sein sollte, es kann auch sein, dass man den Localizer interceptet oder einfängt, sage ich mal, obwohl wir noch gar nicht drauf sind. Das kann passieren. Das ist dann also eine sogenannte Spurious, also eine ein Fehlcapturen des Localizers. Übrigens kann das auch beim Glidepass passieren. Das wäre dann also eine Nebenkeule, die man erwischt. Und deswegen sagt man eben halt plus 10 oder innerhalb 10 Meilen plus minus 8 Grad. Da ist das Signal dementsprechend dann auch akkurat. Also man kann selbstverständlich den Localizer-Button oder auch den Approach-Button, je nachdem, wo man geclearet ist, das kann man definitiv früher drücken, nämlich nach dem Wort cleared, ILS, ja, aber ihr müsst auf jeden Fall das im Hinterkopf haben, denn wenn es mal so sein sollte, dass ihr eine Nebenkeule erwischt, im Simulator werde ich das wahrscheinlich nicht dann begegnen, aber trotzdem müsst es ihr wissen. Dann müsst ihr sofort einschreiten, dann müsst ihr also sofort den Autopilot rausschmeißen. Ne? Hier steht ja auch hier dann Immediate Disconnect Autopilot und Reestablish dann und dann können wir wieder den Approach-Mode drücken. Ne? Also mir ist das zweimal passiert in den ganzen 20 Jahren und deswegen muss man da also auf jeden Fall aufpassen. Dann, wenn man den Approach-Mode gedrückt hat, dann wird der zweite Autopilot dazugeschaltet. Ja. Das geht aber nur im Approach-Mode. Wenn ihr also nur für einen Localizer geclearet seid, dann könnt ihr nicht mit zwei Autopiloten arbeiten. Wenn ihr dann auf den Autopilot 2 tippen würdet, um jetzt den zweiten Autopilot reinzumachen, dann würde er aus dem ersten Autopiloten rausgehen, die Lampe würde erlöschen und er geht dann auf den Autopilot 2. Also nur im Approach-Mode ist es möglich, zwei Autopiloten gleichzeitig zu aktivieren. Dann haben wir noch im FMA, das ist ja die Capability, da steht ja immer dann, ihr kennt das von letzter Woche, Cut 3 Dual, Cut 3 Single, je nachdem, oder auch Cut 1. Und wenn ihr also geclearet sein solltet und es steht dann nur Cut 1, ja, dann ist voraussichtlich das so, dass ihr über 5000 Fuß AGL, also Above Ground Level seid, denn da wird immer nur Cut 1 die Capability im FMA angegeben. Wenn ihr allerdings darunter seid, dann wird die korrekte Capability des Flugzeugs, also Cut 3 Dual ist es ja meistens, dann erscheint dann dort. Lock gearmt, also das Lock Blue, GS Blue. Dann wird irgendwann mal der Localizer gecaptured und der Glideslope ebenfalls. Und das steht, die Go-Round Altitude, die steht ganz bewusst unter Glideslope Capture, denn erst wenn ihr den Glideslope gecaptured habt, das ist der Trigger dafür, um die Missed Approach, also Go-Round Altitude einzustellen. Das haben wir letzte Woche auch gemacht. Dann wird hier nochmal drauf eingegangen, was passiert eigentlich oder wie können wir das am besten meistern, wenn wir den Glideslope von oben intercepten. Im Moment ist es ja im Normalfall so, dass wir den Glideslope von unten intercepten. Also der Glideslope ist höher und wir sind tiefer und der läuft ja dann von oben nach unten rein und wir intercepten ihn also dann von dort. Aber was ist, wenn wir jetzt über dem Glideslope sind? Da gehen wir ganz gezielt nochmal drauf ein, welches Procedure wir dann dort letztendlich durchführen müssen. Das können wir gerne heute auch einmal mitmachen, damit ihr wisst, wie ihr dann zu reagieren habt. Da gibt es ein spezielles Procedure für. Hier steht, in order to get the best rate of descent when cleared by ATC, sollte das Landing Gear dann eben halt ausfahren und auch die nächste Klappenstufe, wenn es dann möglich ist oder wenn es dann überhaupt gewollt ist. Aber das gucken wir uns dann gleich an.
Diese Überschrift trifft nun für alle dazu, für Cut 1, 2 und 3. Wenn wir das Minimum plus 100 Fuß erreichen, dann gibt es den Autocall von der Maschine 100 above. Also das Minimum heute sind 224, das gucken wir uns doch gleich nochmal an. Und plus 100 Fuß, also 324, würde dann Pi mal Daumen der Autocall kommen und der schreit dann 100 above. Und das gleiche passiert dann beim Minimum. Und beim Minimum gibt es jetzt nur zwei Möglichkeiten. Warum gibt es eigentlich ein Minimum? Nun, beim Minimum muss ich Folgendes sehen. Man sagt immer so im allgemeinen Sprachgebrauch, ich muss die Landebahn sehen. Das stimmt aber nicht. Ich muss nicht die Landebahn sehen. Ich muss bei einem Cut-1-Approach, und das machen wir heute ja nur, Cut-2 und Cut-3 dann mal gesondert, bei einem Cut-1-Approach muss ich drei aufeinander folgende Anflugbefeuerungslichter sehen. Das heißt nicht, dass ich die Landebahn sehe. Natürlich ist es schön, wenn ich die Landebahn sehe, und meistens ist es ja auch der Fall, und heute wird es ja auch der Fall sein, aber laut Definition brauchen wir nur drei hintereinander folgende Anflugbefeuerungslichter. Und dann gibt es nur die Möglichkeit, beim Minimum gibt es eigentlich nur zwei Arten. Entweder man sagt Continue, das würde bedeuten, ja, okay, ich habe also das in Sicht, dann führe ich natürlich den Anflug zu Ende und lande. Oder die andere Alternative wäre Go-Round. Nur diese Möglichkeiten gibt es. Es gibt nichts dazwischen. Entweder Continue oder Go-Round. Und das wird natürlich auch vom Pilot Flying laut ausgerufen, damit der Pilot Monitoring jetzt auch weiß, okay, derjenige macht weiter oder er macht eben halt nicht weiter. If visual references are sufficient, Continue, genau, so, und dann wird der Autopilot in der Regel natürlich rausgenommen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, das gucken wir uns auch gleich an, wann nehmen wir den Autopilot raus? Ich hatte euch, glaube ich, mal erzählt, die meisten Piloten werden irgendwo so zwischen 700 und 1000 Fuß den Autopilot rausnehmen. Ich mache es nicht, ich nehme den Autopiloten raus, wenn der Call-Out kommt, 100 above. Das sind also 100 Fuß vor Minimum. Denn es ist so, der Automat macht es natürlich sehr, sehr gut. Denkt auch zum Beispiel mal an Seitenwind. Die Maschine ist da denn im Autopilotbereich weitaus besser. Das heißt ja nicht, dass wir das nicht machen können. Natürlich können wir das machen. Aber der Stressfaktor ist ja größer. Warum soll ich den Automaten das jetzt nicht fliegen lassen? Nun kommt natürlich immer das Argument, ja, aber man ist ja nicht umsonst Pilot und das muss ja auch ein bisschen Spaß bringen und so. Ja gut, das ist richtig, aber ihr werdet für den Spaß nicht bezahlt, nicht? Denn die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas schief geht, ist größer, wenn ihr ohne Autopilot fliegt, als wenn ihr mit Autopilot fliegt. Und deswegen geht es ja immer um die Reduktion irgendwelcher Risiken. Und noch einmal, das kann jeder Pilot natürlich, also ein Flight Director hinterher zu fliegen, ist nun wirklich keine Kunst, gucken wir uns nachher auch nochmal an. Aber bei den ganzen Anflügen, die man macht, ist man doch auf der sichereren Seite, wenn das der Autopilot macht, nur irgendwann muss man ihn ja rausnehmen und bei mir ist es eben halt immer 100 Fuß vom Minimum. Ich gehe da nachher nochmal gezielt drauf ein, auch auf eure Belange, denn dass ihr natürlich da am Simulator auch Spaß haben wollt, das ist mir ja völlig bewusst. Und da gebe ich euch aber dann nachher nochmal einen Tipp an die Hand, wenn ihr denn wirklich Spaß haben wollt, wie man es denn auch besser macht. Ja, oder man hat eben halt die Sicht nicht in die Landebahn nicht in Sicht, stand da was, artificial, genau. So, dann gibt es jetzt noch ein paar Sachen, die auftreten können. Autolandlight kann auftauchen, insbesondere dann auch beim Cut-2 und Cut-3. Dann haben wir hier nochmal die Retard. Das ist ja auch ein Callout von der Maschine. Ihr wisst das, Retard. Das ist aber im Cut-1-Bereich, wenn wir an ILS fliegen, ein Reminder. Das ist kein Kommando. Ne? Anders sieht es aus, wenn wir einen Cut-3-Approach machen. Ne? Oder von mir aus auch ein Cut-2. Dann ist es nicht ein Reminder, sondern es ist ein Befehl. So, nun mach bitte mal die Thrust lieber auf Idle, aber in diesem Fall, wenn wir normalen Cut-1-Approach machen, ist es ein Reminder und kein Kommando von der Maschine. Ne? Also ihr könnt auch später das machen. Gerade wenn wir sehr starken Seitenwind haben,
oder der Wind dreht immer, dann ist es also durchaus möglich, dass man sagt, nee, ich mache das Gas nicht bei 30 Fuß raus, sondern vielleicht erst bei 10 oder bei 15 oder irgendwie so. Das ist auch eine Sache, die kann man ganz schwer natürlich euch beibringen. Denn wenn ihr die Piloten, Realpiloten fragen würdet, ja, Moment mal, wann nimmst du eigentlich immer das Gas raus, beziehungsweise wie sieht das eigentlich bei Seitenwind aus, wie machst du das? Da werden die wenigsten euch eine ganz ganz genaue Antwort geben können. Ja, das mache ich immer bei 15 oder aber bei 20. Ne? Das ist immer situationsabhängig. Wenn allerdings der Wind im Normalbereich ist, mache ich das ab 30. Das ist eigentlich eine sehr gute Hausnummer, um weder eine Long Landing zu bekommen und gleichzeitig aber auch nicht in den Underspeed beim Touchen zu kommen. Also 30 ist eigentlich ein sehr, sehr guter Wert, ist aber bei Airbus im Manual nicht spezifiziert. Na, also da steht nur, dass man die Gashebel dann ruckartig, schnellstens, rapidly ist der Ausdruck dort im Manual im FCTM, rapidly zurücknehmen muss. Aber wie gesagt, das ist dann Landung, da kommen wir dann gesondert noch drauf zu sprechen. Ja, wie gesagt, auch andere Sachen, Radio Altimeter hier, ne, und so weiter, das ist alles dann also K2, K3, brauchen wir nicht weiter eingehen. Und dann gibt es eben halt die Sache, was ist, wenn wir jetzt das nicht sehen. Wo war das jetzt? Kommt es hier weiter? Ah ja, genau, das kommt dann später. Alles klar. So, dann ist das auch alles K2, K3. Hier seht ihr das alles. AVR, Decision Height und so weiter. Das ist alles jetzt für uns uninteressant. Deswegen gehen wir hier gleich weiter. Und zwar an diesem Punkt sind wir jetzt. Ne, hier sind wir. Visual Reference is not sufficient. Das ist das, was ich sagte. Dann ist es Go Round. Ne? Wird auseinandergeschrieben, habe ich hier einen Tippfehler. Also, entweder beim Minimum Continue, 3 Anflugbefeuerungslichter in Sicht oder die Landebahn, oder wenn nicht, Go Round. So, das war es eigentlich schon. Letzter Unterricht war ja relativ lange. Jetzt gehen wir da etwas schneller drüber hinweg. Hier nochmal ganz kurz die Tabelle. Wie gesagt, wir befinden uns beim ILS. Das kann nur in LogGS geflogen werden. Hier ist das Kästchen. Da haben wir uns schon mal mit beschäftigt. Und das wird uns dann in der nächsten Woche allerdings sehr ausführlich nochmal hier diese Tabelle beschäftigen. Und auch die nächste, die hier kommt, diese hier. Hier gucken wir nochmal nach. Ein ILS kann nur im Managed-Managed geflogen werden. Geht nicht anders. Und zwar in Form mit dem Approach-Button, dann würde also LogGS am FMA erscheinen, das kennen wir alles. Und selbstverständlich führen wir diesen Approach im Decelerated Approach durch. Und da habe ich gleich noch was für euch vorbereitet, da gucken wir gleich nochmal nach. Also Decelerated machen wir den, wir können den Flight Director benutzen. Allerdings müssen wir aufpassen, wenn wir wieder 0 Grad oder darunter haben, dann müssen wir eine Temperaturkorrektur durchführen. Das werden wir aber dann nochmal bei gesonderter Zeit dann nochmal besprechen. Ne? Das ist dann extra Unterricht, wie ist eine Temperature-Korrektur und so weiter. Und das braucht man dann auch nur einmal besprechen, denn wann ihr sie machen müsst, steht in solcher Tabelle drin. Hier in der Approach Summary, da habt ihr genau diese Informationen, die ihr braucht. Ihr braucht nur Nachkunden, aha, Temperature Correction, naja, und dann guckt ihr in den gesonderten Unterricht nach und dann wisst ihr, wie das funktioniert. So, jetzt möchte ich nochmal darauf eingehen, Decelerated Approach. Wir haben ja letzte Woche uns eingehend damit beschäftigt, was ein Decelerated Approach ist und welche Problematik auftaucht oder auftauchen kann, so muss man fairerweise sagen. Hier seht ihr nochmal das Schema F, hier nochmal die grafische Darstellung, Flaps 1, mindestens 3 Meilen vom Final Descent Point und dann geht man mit Flaps 1 rein. Die Maschine fängt dann an zu sinken und hier beim 320 2000 Fuß AGL Minimum, wie gesagt Minimum, ich würde das auf jeden Fall früher machen, setzt man dann die Flaps 2 und dann geht das weiter mit Gear Down, Flaps 3, Flaps Full und die Landing Checklist. So, und das Problem, was ja hier aufgetaucht ist, ist, und das werden wir uns auch gleich nochmal angucken, wenn wir jetzt mit Flaps 1 hier nur reingehen, dass in dem Sinkflug die Geschwindigkeit eben halt zunehmen kann, weil nur bei Flaps 1 die Slats fahren und nicht die eigentlichen Landeklappen, die Flaps. So, und dadurch haben wir zu wenig Widerstand und es kann durchaus vorkommen, dass dann die Geschwindigkeit zunimmt und wir dann eben halt nicht die
Flaps 2 setzen können, weil wir sonst nämlich sehr stark an der Overspeed dann ankratzen oder vielleicht sie schon überschritten haben. Und in dem Fall sagt Airbus, müsst ihr mit dem Landing Gear danach arbeiten, um Geschwindigkeit abzubauen. Naja, und dann werden im Prinzip diese beiden Sachen, Flaps 2 und Landing Gear, wird dann letztendlich vertauscht. Dann macht man erst Landing Gear Down und dann Flaps 2. Also das ist hier eigentlich der Unterschied. Aber deswegen kann man sagen, das Schema F, wo wir ja immer drauf hinaus wollen, Flaps 1, Flaps 2, Gear Down, Flaps 3, Flaps Full, würde in diesem Fall dann nicht mehr funktionieren, weil diese beiden Punkte vertauscht werden. Und das ist der Grund, warum man in der Regel sowas immer mit Flaps 2 macht. Man tut also diesen Punkt, Flaps 2, den setzt man hier noch hin. Man macht also Flaps 1, Flaps 2, dann geht man in den Final Descent und dann irgendwann mal Landing Gear Down. Das haben wir auch letztes Mal erklärt. Da diese Hilfestellung mit dem Minimum, das erkläre ich euch auch heute auch nochmal. Dann seid ihr da auch wirklich fit. Na? Ja, das machen also die meisten Piloten, dass man mit Flaps 2 reingeht. Und das ist euch überlassen. Ne? Also ihr könnt das so machen. Wir werden heute das nochmal beides durchführen, damit ihr beides gesehen habt. Und werden dann aber in den nächsten Unterrichtsfolgen, wenn es dann in Richtung Decelerated Approach geht, grundsätzlich mit Flaps 2 reingehen und nicht mehr mit Flaps 1 aufgrund dieser Problematik. So, und jetzt habe ich nochmal drei Bilder für euch. Und zwar, wir hatten ja letzte Woche besprochen, dass wir, wenn wir mit Flaps 2 reingehen, dass wir ja dann auf jeden Fall viel zu langsam werden würden, weil die Geschwindigkeit ja schon auf die ungefähr 140 Knoten zurückgeht und auf die F-Speed. Und das ist das Problem. Und deswegen haben wir gesagt, nee, dann müssen wir also irgendwie wegen des Controllers, weil wir sonst zu langsam sind, mit der Selected Speed dagegen halten. Und ihr seht das hier, das ist jetzt auch wieder ein Anflug, das ist live gefilmt oder live fotografiert. Und ihr seht, wir sind 18 Meilen davon entfernt und sind schon in 175 Knoten. Gut, das ist jetzt noch mit Flaps 1, das ist also die wirkliche S-Speed. Ah, das ist also noch nicht Selected, seht ihr ja auch, da ist ja kein blaues Dreieck für die Selected Speed. Aber ihr seht, wir sind 175 Knoten, 18,1 Meilen davon entfernt. Ein ganz normaler Approach und ich wollte euch auch nur mal die Reichweite sehen, nicht? Also wie früh man eigentlich die Maschine schon letztendlich deceleriert. Ja. Hier sehen wir noch das nächste Bild. Jetzt sind wir 16,5 Meilen davon entfernt, immer noch Flaps 1. Der Localizer ist gerade gecaptured worden, Lockstar steht, wir drehen also auf den Endanflug ein. Und jetzt haben wir noch ein weiteres Bild, das ist jetzt bei 10,4 Meilen. Jetzt allerdings haben wir schon die Flaps 2 selektiert und genau das ist ja das, was ich euch gerade erklärt habe. Ihr seht, der Final Descent Point, der ist noch gar nicht erreicht. Ne? Wir sind jetzt in 2000 Fuß, da sollen wir ihn intercepten. Da gibt es zwei Möglichkeiten bei dem Anflug. Entweder ist es in 3000 oder in 2000. Wir sind ja schon in 2000 Fuß, sollten wir schon sinken. Und ihr seht, wir haben den Final Descent Point noch gar nicht erreicht. Das kann man hier auch sehen. Hier ist der eigentliche Final Descent Point. Der ist noch ungefähr 4 Meilen von uns entfernt. Ihr seht das hier an diesem Pfeil. Und erst da hätten wir den Glideslope gecaptured. So, und trotzdem haben wir schon Flaps 2 selektiert und damit wir nicht zu langsam werden, ist die magische Zahl wieder die 175 Knoten. Also ihr seht, das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen irgendwie, sondern genau dieses Bild haben wir letzte Woche gesehen und werden wir auch heute sehen. Das ist völlig legitim, ein ganz entspannter, konservativer und auch kein bremsender für den Controlleranflug. Ne? Seht ihr, ist also live aus dem Cockpit fotografieren. Gut, habt ihr das auch mal gesehen? Jetzt gucken wir uns die Karte nochmal an, aber nur schnell. Die Highlights, das war einmal die Elevation, gucken wir halt zuerst einmal drauf. Wir sind am Boden, okay, das ist fein. Der Anflugkurs sind 238 Knoten, das wird uns ja gleich wieder für den Direct Intercept, für die
Für den Radial Inbound, wenn wir den Flugplan sequenzen, ist diese Zahl interessant. 238 minus 180 sind 58. Das kennen wir schon aus letzter Woche. Der Go-Round geht hier gerade aus 4000 Fuß. Okay, hier wissen wir, dass wir in diesem Fall der Final Descent Point ist bei 8,1 Meilen. Und wir wissen allerdings auch, dass wir noch einen weiteren Punkt hier haben, der ist bei 11,3 Meilen in 3000 Fuß. Dann, das Minimum sind 224 und ich habe euch ja den Tipp gegeben, 224 runden wir auf den nächsten 100er, das sind 300 und darauf schlagen wir grundsätzlich 2000 Fuß, sind also 2300 Fuß und das ist der Trigger für Gear Down. So, und ich hatte mich letzte Woche, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, versprochen, wenn ich mich noch richtig erinnere, da habe ich gesagt, das ist dann über der Landebahn, das ist natürlich nicht der Fall, sondern es ist nicht über der Landebahn, sondern es ist natürlich in dem Fall über Mean Sea Level. Ne? Das ist also natürlich, ist ja auf den Meeresspiegel bezogen, denn über der Landebahn sind es 216 und das Minimum sind 224. Ne? Also das ist dann über dem Meeresspiegel. Aber gut, da habe ich mich versprochen. Und ja, also bei 2300 Fuß machen wir Gear Down. Das ist ja der Regelfall, oder beziehungsweise das ist mein Tipp an euch. Ich kann euch nur dringend ans Herz legen, diesen Tipp zu verinnerlichen, es immer so zu machen, dann werdet ihr auch bei keinem Anflug Probleme bekommen. Ne? Also, aber ob ihr das macht oder nicht, ich kann euch nicht dazu zwingen, das ist dann eure Sache. Ne? Allerdings gibt es natürlich schon eine Ausnahme, denn es kann natürlich sein, geht mal davon aus, dass ihr, der Anflugkurs ist hier 2700 und ja, wenn wir dann gesunken sind auf 2,3, machen wir Get Down. Das ist in diesem Fall jetzt völlig in Ordnung. Aber geht mal davon aus, wie in unserem eben Beispiel hier, in 2000 sollen wir den jetzt intercepten. Wir wissen, das Minimum bei diesem Flughafen war 212, auch hier wieder auf den nächsten 100er sind 300 plus 2000 sind 2300. Aber ihr seht, wir haben das Fahrwerk noch gar nicht geschmissen. Naja, obwohl wir schon in 2000 Fuß sind. Wir hätten es ja eigentlich schon jetzt runter machen müssen ab 2300. Ja gut, aber wir sind natürlich auch noch weit entfernt. Guckt mal, ne? Also hier 16,5, jetzt sollten wir sinken auf 2. Also wenn jetzt der Flughafen oder ja, wenn der Controller euch runterholt und ihr seid jetzt schon auf der Höhe oder darunter, müsst aber noch, das hat man zum Beispiel in Bangkok häufig der Fall, und ihr müsst aber noch vielleicht 20, 25 Meilen fliegen, ja gut, dann könnt ihr natürlich nicht mit Gear Down 25 Meilen unterwegs sein. Also das könnt ihr natürlich nicht. Also das bezieht sich, dieser Tipp bezieht sich auf einen ganz normalen Anflug, wenn ihr von den Glideslope dann runterkommen seht, den Glideslope intercepted und dann während des Final Descents irgendwann nicht genau wisst, wann wir jetzt weitermachen müssen, dann zählt diese Regel, ne, mit den 2000 Fuß auf das Minimum drauf. Ne? Okay, habt ihr verstanden? Okay, dann legen wir los. Der erste Anflug wird jetzt wieder ein Decelerated Approach sein mit Flaps 1 und alle weiteren dann mit Flaps 2, damit ihr das nochmal gesehen habt. Okay, dann geht das los. Ihr kennt jetzt schon dieses Bild, wo wir gerade sind hier, ne? Vor unserem Speed Limit Point, kennt ihr alles. Germania 8971 Request Descent. Germania 8971 Descend 6000 Feet on QNH 1014. Descending 6000 feet on QNH 1014, Germania 8971. Thrust idle, open descent, 6000 blue. Germania 8971, turn right heading 220. Turning right heading 220, Germania 8971. Heading 220, checked. So, da war doch was. Center Fix 058, Radial Inbound, Insert, Pull Heading.
Und damit haben wir dann hier wieder unsere Linie und wir haben den Flugplan gesequenced. Und das ist ja genau der Punkt gewesen, genauso wie uns das nächste Woche bei dem VOR auch eben halt beschäftigen wird. Der Final Descent Point ist nun mal hier der Fox 24 rechts und nicht der Centerfix. Und trotzdem machen wir das Ganze auf den Centerfix. Nächste Woche ist es auch ganz wichtig, dass wir das so machen. Ne? Immer den Centerfix nehmen, weil sonst schmeißen wir Punkte raus, die uns dann aber eventuell noch wichtig werden dürften, gerade dann, wenn wir irgendwelche Constraint und Höhen einhalten müssen. Dann sehen wir sie ja nicht mehr, wenn wir das rausschmeißen. Deswegen immer auf den letzten Punkt, immer auf den Centerfix. Da, Centerfix, wir können das uns hier auf der Flightplan-Seite nochmal angucken, ne? Und obwohl hier minus 3,0 steht, das gehört noch nicht zum Final Descent Point. Deswegen kann ich euch auch nicht immer sagen, naja gut, Final Descent Point ist immer der Punkt, der über der Gradzahl steht. Nee, das ist er nicht. Also da sinkt man zwar, ja, das ist richtig, das sieht man ja, sonst würde hier nicht minus 3,0 stehen. Aber es ist nicht der Final Descent Point, der ist in diesem Fall hier bei Fox 24 rechts. Und um nicht da immer zu sehen, das sehen wir nächste Woche auch beim VOR-Anflug, um nicht zu gucken, ja, was ist denn das jetzt immer, nimmt man immer den letzten Punkt. Immer den letzten Punkt. Ja. In diesem Fall ist das nun der, der genau über der Gradzahl steht, okay. Aber nächste Woche stellen wir fest, da ist dann eben halt dieser Punkt und da steht zwischen diesem und diesem Punkt keine Gradzahl. Und trotzdem ist das der Centerfix. Aber auch nicht der Final Descent Point. Ja. Okay. So, Transition. Set Barrow Standard 1014. Barrow Standard 1014. Approach Checklist. Approach Checklist. Briefing. Confirmed. ECAM Status. Checked. Seatbelt. Da müssen wir gucken. Ist hier oben. Seatbelt Signs on. Baro F, QNH 1014, QNH 1014 set. Minimum 224 set, 224 set. Engine Mode Selector, normal. EFB Device, secured plug disconnected. Approach Checklist completed. Alt Star, checked. Germania 897, one turn further right heading 230. Turning right heading 230, Germania 89071. Germania 89071, request further descent. Germania 89071, descend 3000 feet on QNH 1014. Descending 3000 feet, Germania 89071. 3000, open, stress aisle open descent, 3000 blue check. So, wir können jetzt schon mal, wenn wir möchten, könnten wir jetzt schon die Approach Phase aktivieren. Allerdings geht dann die Geschwindigkeit runter. Wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir hier mit Selected Speed arbeiten. Ne? Diese Möglichkeiten habt ihr. Entweder ihr wartet, angenommen ihr kriegt keine Angabe von ATC, was die Speed anbelangt, dann könnt ihr warten, bis ihr sagt, okay, jetzt muss ich sowieso decelerieren, damit es dann losgeht mit den Klappen. Und dann drückt ihr dann die Approach Phase. Oder ihr macht es so, ihr macht jetzt schon die Aktivierung der Approach Phase und bleibt in Selected Speed. Das könnt ihr beides machen. Ne? Denn es ist so, wenn ihr die Approach Phase vergisst zu aktivieren und ihr geht in Managed Speed, acceleriert die Maschine dann wieder auf 250 Knoten. Das ist das Problem. Egal welche Klappenstellung ihr habt. Deswegen also die Approach-Phase zu vergessen, hier zu aktivieren, das wäre fatal. Also das geht gar nicht. Deswegen mache ich es so. Wie gesagt, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten. Ich würde das jetzt so machen. Ich würde hier jetzt die Approach-Phase aktivieren und gehe einfach in Selected Speed. Und wir gehen auch mal runter auf die 230 Knoten. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon gesagt habe. Ein guter Wert ist in 3000 Fuß 230 Knoten. Das kann man sich gut merken, ist überall eine 3 drin. Also 230 in 3000.
Wenn ihr das macht, seid ihr schon mal für den ganzen Anflug gut vorbereitet. Bei uns hat das andere Gründe, auch wegen QRs und so weiter, kennt ihr alles mittlerweile. Also deswegen ist das schon ganz gut. So, wir sind 22 Meilen, das ist das, was Airbus gesagt hat. Wir müssen gucken, ob die Localizer Deviation hier ist. Ja, wir haben den Localizer, wir kennen das Problem hier beim X-Plane mit den 23 Meilen, jedenfalls in Palma. Okay. Germania 8971, turn left heading 210, cleared ILS, runway 24 right. Heading 210, cleared ILS, 24 right. Germania 8971, okay. We are cleared. IGS Log Blue, Cut 3 Dual, AP 1 and 2. So, jetzt haben wir noch 10 Meilen. Jetzt gehen wir mal auf die Manage Speed. So, und wenn ich das machen würde, aber die die Approach Phase noch nicht aktiviert habe, dann würde er wieder auf 250 dezelerieren. Und das ist natürlich nicht so gut. Ne? So, also erster Anflug. Das ist ja unser Final Descent Point. 3 Meilen davor, mindestens, sollen wir Flaps 1 schon selektiert haben und auch die S-Speed haben. Okay, also würde ich wieder sagen, fangen wir so kurz vor dem Center Fix Point an zu konfigurieren und dann gehen wir wieder mit Flaps 1 rein. Noch einmal, ich habe hier immer TCAS only, was das soll, weiß ich nicht, das muss ein Bug sein, anders geht's nicht. Speed all checked. Auch hier wieder zwei Möglichkeiten, entweder intercepten wir den Glideslope etwas früher, weil wir ja noch höher sind, wir sind ja noch in 3000, oder wir sinken manuell mit Open Descent auf 2700. Und intercepten dann den Glideslope. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber die Kriterien habt ihr jetzt kennengelernt mit den 10 Meilen, 8 Grad und so weiter. Log Start checked. Flaps 1, Speed checked. Flaps 1. Germania 8971, wind is 2503 knots clear to land runway 24 right. Germania 8971, clear to land runway 24 right. Glide slope alive, checked. Der nächste Trigger war bei GS Star, die Missed Approach Altitude zu selektieren. 4000 war die Missed Approach Altitude. Gleich haben wir das. GS Star kommt jetzt gleich. GS Star, Missed Approach Altitude oder Go Around Altitude 4000 feet Z, checked. So, und noch einmal zu der Problematik. Wir sind relativ leicht. Wir sind sehr, sehr leicht. Wie leicht sind wir? Ganz genau. Wir sind 56,6 Tonnen. Das ist sehr wenig. Deswegen ist die S-Speed auch dementsprechend gering. Ne? Wenn ihr jetzt einmal 63 Tonnen habt, dann ist die sicherlich hier bei 190 Knoten. So, und dann habt ihr nur noch 10 Knoten. Hier haben wir ja noch 20 Knoten. Hier würde das ja noch alles irgendwie funktionieren. Aber habe ich dann nur noch 10 Knoten bis zur Flaps Overspeed, wenn ich jetzt die Klappen 2 setzen will,
Ja, dann habe ich ein Problem. Dann komme ich hier gar nicht mehr in die Möglichkeit, Flaps 2 zu selektieren, sondern ich muss einfach mit dem Fahrwerk arbeiten. Anders geht es dann eben halt nicht. Und wir sehen, die Geschwindigkeit nimmt wieder zu. Wie gesagt, ich habe das bei ungefähr 5 Anflügen ausprobiert an verschiedenen Flughäfen weltweit und jedes Mal ist die Geschwindigkeit abgehauen und ist mehr geworden. Also das geht nicht. Wir müssen Gear Down machen. Okay, Gear Down. Das war unser Trigger für dieses hier. Kennen wir schon von letzter Woche. Und ihr seht, trotz dessen, dass die Landing Doors jetzt wieder geschlossen sind, das Fahrwerk ist draußen, jetzt haben wir 3 grüne Lichter, ist es doch mit der Geschwindigkeit nicht weit her. Ne? Also so viel Widerstand bringt es nicht. Okay, Flaps 2, Speed Check, Flaps 2. Gut, so ein bisschen Margin hier, das ist auch okay. So, jetzt würde ich gerne weitermachen mit Flaps 3, kann ich aber nicht. Es muss erstmal die Geschwindigkeit abnehmen, ihr seht es, ne? Weil sonst bin ich im Flaps Overspeed für die Klappe 3. Denn das ist ja die VRIF Next, die haben wir letzte Woche auch kennengelernt. Okay, Flaps 3, Speed Check, Flaps 3. Jetzt muss ich wieder warten. Wir sind schon in 1500, ich darf das mal erwähnen. Flaps Full, Speed Check, Flaps Full. Ding Dong, Ding Dong, Landing Checklist. Cabin Crew advised, autothrust, speed, go round altitude, 4000 set, ICA memo, landing no blue, landing checklist completed. So, 1100, wir sind noch nicht stable, ne? Wir sind mehr als 10 Knoten von der eigentlichen Geschwindigkeit entfernt. Wie viel sind das? 15 ungefähr. Mal sehen, ob wir das noch schaffen. So, jetzt hätten wir das. Jetzt sind wir genau in unserem Envelope mit plus 10. Checklist ist gelesen und wir sind in 1060 Fuß stable. Naja, haben wir letzte Woche schon gesehen, ne? Hat sich nichts verändert. Also ihr seht schon, einmal, weil die Aerodynamik hier natürlich nicht ganz so akkurat ist, das ist Punkt 1, aber in Wirklichkeit ist es auch so, dass es sehr, sehr knapp wird. Ja, und wenn dann auch noch wir sind in 2,7 angefangen und naja, also ihr seht das jetzt. Ne? Ich glaube, ich brauche jetzt mehr nicht darauf eingehen. Ihr kennt jetzt die Problematik, ich überlasse es euch. Wenn ihr das machen wollt, könnt ihr das machen. Oder wenn ihr es nicht machen wollt und macht es eigentlich konservativer und so, wie man es eigentlich auch macht, dann macht es so, wie wir es jetzt gleich machen. Okay, alles klar, Bahn ist in Sicht oder ist in Sicht, ja, können wir dann eben halt auch landen. Gut, können wir nochmal zu Ende führen. Einmal den Approach. Genau, jetzt ist die Frage, genau, gute Idee. Ja, die Frage ist jetzt, wann schalten wir den Autopilot aus? Also auf jeden Fall unter 1000, das ist schon mal klar. Also alles andere wäre nicht gut. So, jetzt ist die Frage, wann? Ich sage ja, die meisten machen das so zwischen 700 und 1000 Fuß. Gut, kann man machen. Kann man machen. Ihr wisst, ich mache es. 100 Fuß vor Minimum, das wären ungefähr so bei 324, also sagen wir mal 350 Fuß, wenn der Callout kommt, den wir jetzt nicht hören, weil ich es abgeschaltet habe, also 100 above. Dann schalte ich das aus, den Autopilot, und dann lande ich eben halt. So. Okay. Nun kommt natürlich und muss auch von euch kommen, das habe ich auch absolut Verständnis für, von euch natürlich das Argument, ja, aber Ingo, pass auf, also wir sind jetzt hier wirklich in der Simulation, ich sitze jetzt hier 3 Stunden und fliege von A nach B und dann habe ich nun das, was ich wirklich haben möchte, meinen Landeanflug und jetzt sagst du mir, dass ich nur noch 10 Sekunden fliegen darf. Also das kann es ja nun auch nicht sein. Also gibt es da nicht irgendwie eine Möglichkeit, das zwar auf der einen Seite richtig zu machen oder so, aber Spaß wollen wir ja nun auch noch haben. So, und das kann ich auch absolut nachvollziehen und da gebe ich euch jetzt mal was an die Hand. Also, natürlich könnt ihr auch zwischen 700 und 1000 Fuß den Autopilot ausmachen. Das könnt ihr machen. Dann fliegt ihr ganz brav hier diesem Flight Director hinterher, dass das Kreuz genau hier deckungsgleich ist. Aber ich muss natürlich sagen, wenn wir jetzt mal von Leuten ausgehen, die schon etwas länger auch überhaupt mit Airline unterwegs sind, das ist bei der Boeing ja genau dasselbe,
Dann muss ich euch jetzt aber auch mal ehrlich eine Frage stellen. Ist das jetzt für euch anspruchsvoll, wirklich mit eurem Joystick da diesem Flight Director nun, gerade wenn ihr eine gute Anzeige habt? Wenn ihr natürlich irgendwie so eine Anzeige habt, dann ist das mehr als anspruchsvoll und das könnt ihr auch alles vergessen, weil hier kann ich gar nichts richtig sehen. Ne? Und selbst wenn ich so mache, kann ich es auch nicht sehen. Ist alles zu klein. Deswegen, ihr solltet darauf achten, dass ihr eine große Kameraperspektive habt, so wie ihr das jetzt hier seht. Das ist die richtige Anzeige, um jetzt den Flug weiter durchzuführen. So, aber ist das jetzt wirklich, Leute, ist das wirklich jetzt für euch ein Anspruch, diesem Ding nun hinterher zu fliegen? Also ich bitte euch, also das ist eine Sache, das kann, meine Eltern waren mit dem Simulator, mein Vater hat das hingekriegt, meine Mutter hat das hinbekommen, ein Freund von mir war auch mit, meine Tochter hat es hinbekommen. Also ich sag mal, die haben ja nun nichts mit der Fliegerei zu tun, Training schon gar nicht, und die fliegen dir das Ding mit dem Flight Director mehr oder weniger runter. Also ist das jetzt wirklich das, was ihr wollt? Wenn ihr das wollt, könnt ihr das so machen. Wenn ihr es nicht wollt, dann macht es doch richtig. Wenn ihr wirklich trainieren wollt, dann macht es so. Dann macht ihr den Flight Director aus, ne? Das ist das eine. Ihr macht den Bird an, dann macht ihr den Autopiloten aus, denn den wollt ihr ja auch ausmachen. Ich muss hier mal beide drücken hier, so. So, und jetzt fliegt ihr Raw Data. So, das könnt ihr jetzt machen. Jetzt fliegt ihr Raw Data das Ding entgegen. Nach unserer Route, ihr wisst das, wenn der Zabihubi da genau an der 3-Grad-Linie da andockt, also am künstlichen Horizont, dann fliegt ihr 3 Grad. Und naja, das gehen wir dann nochmal durch, wie es dann wirklich ist, wenn ihr dann Raw Data fliegt. Ne? Das ist jetzt genau das, was anspruchsvoll ist. Und wenn ihr das so macht, dann ist es auch in Ordnung, dann hat man auch dafür Verständnis. Und alles andere macht letztendlich überhaupt keinen Sinn. Ne? Alles andere macht keinen Sinn. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Jetzt sind wir nämlich schon gleich über der Landebahn. Ihr seht, so könnt ihr das trainieren. Ich mache das jetzt eben ganz kurz hier so und dann könnt ihr landen. Also, wie man das allerdings macht hier mit dem künstlichen Horizont und mit dem Bird und wie ist das hier mit dem Track und mit dem Kurs und so, das erkläre ich euch. Aber das wäre dann wirklich ein Training, wo man sagen kann, ja, nö, das ist anspruchsvoll. Das verlangt auch viel Konzentration. Es verlangt vor allen Dingen auch einen einigermaßen guten Joystick, wenn es den dann gibt. Und naja, und das wäre dann wirklich anspruchsvoll. Und wenn dann der Callout kommt, Approaching Minimum oder Minimum, dann geht ihr auf diese Anzeige, ja, und guckt dann raus und seht, okay, hat gut geklappt oder es hat nicht geklappt, dann startet ihr durch und macht es dann nochmal. Das ist dann auch wirklicher Spaß. Aber dem Flight Director hier hinterher zu fliegen, ob das nun wirklich der Weisheitsletzter Schluss ist, das wage ich doch zu bezweifeln. Ne? Hier dem Flight Director dann, also weiß ich nicht. Gut, okay. So, nächster Anflug, genau das gleiche Spiel. Jetzt wollen wir mal hier dem, weil wir das ja auch gerade im Unterricht uns angeschaut haben, aus dem NAV in den ILS gehen, also nicht aus Heading mit Radarvectors, sondern wir folgen jetzt einfach dem NAV oder Linie und gehen von dort denn. Letztendlich capturen wir den Gleitslope und den ILS dann. Das ist aber das Gleiche, ne? Also der Maschine ist das völlig egal, ob ihr in Heading seid oder ob ihr in NAV seid, das spielt überhaupt keine Rolle. Das machen wir jetzt aber natürlich mit Flaps 2. Da seht ihr dann auch nochmal jetzt den Unterschied, wie entspannt das ist. Wir machen das auch mit unserem Beispiel hier, mit dieser Hilfestellung, mit 2300 Fuß Gear Down, ne, kennen wir jetzt mittlerweile. Und beim darauffolgenden Anflug, dann machen wir mal was, wenn wir zu hoch sind. Kamania 8971, Request Descent. Kamania 8971, Descent, Flight Level 70. Descending Flight Level 70, Kamania 8971. Wir können das auch gerne mal im Managed machen, auch das können wir machen, Descent. Flight Level 70 Blue, auch das können wir machen. Wir müssen ja nicht immer im Open Descent arbeiten. Ne? Macht zwar unter 10.000 gar nicht mehr so viel Sinn. Ist eigentlich besser, das im Open Descent zu machen, finde ich jedenfalls. Aber gut, man kann es natürlich auch anders machen. Ne? So, und dadurch, dass wir noch im Speed Mode sind, die Maschine geht jetzt eben halt nicht so
schnell nach unten. Warum? Weil wir immer noch, hier seht ihr das, weil wir immer noch unterm Paar sind. Passt mal auf, Leute, hier. Ne? Da, wir sind 1940 Fuß zu tief, laut seinem ausgerechneten Pass. Also nimmt er natürlich jetzt nicht das Gas raus in Idle und stürzt dann darunter, was ja immer der Fall ist bei beim Open Descent. Aber im Manage macht er das natürlich nicht. Er bleibt jetzt auf 1000 Fuß Sinkrate, mehr oder weniger. Das ist unterschiedlich, da gibt es noch eine Sonderregelung. Wenn ihr dann in einer gewissen Höhe seid, das lasse ich jetzt mal weg. In der Regel kennt ihr ja eigentlich das, dass es 1000 Fuß ist, aber es gibt dann noch eine Besonderheit, aber die lasse ich jetzt mal weg. Also ihr sinkt jetzt erstmal ein bisschen langsamer, bis ihr den Pass erreicht habt und dann geht die Maschine in Idle und folgt dann dem Pass, das ist klar. Ach, und dann können wir gleich noch mal was machen. Das ist vielleicht auch noch interessant, wenn wir beim ILS-Approach sind. Das wird sich natürlich auch auf die Non-Precision widerspiegeln. Das ist genau das Gleiche. Ich möchte euch mal erklären, wie es ist, wenn wir zu hoch sind. Und zwar nicht jetzt zu hoch für den Gleitslope, das machen wir jetzt beim nächsten Anflug, sondern wenn es ist, wenn wir generell zu hoch sind. Was macht man dann? Wie kriegt man das Ganze noch auf die Reihe? Ne? Und das kann ich euch auch gleich noch zeigen. Dann haben wir das mit abgehandelt, weil das bezieht sich auf jeden Anflug. Egal, ob ihr nun ein ILS fliegt oder Non-Precision, das ist völlig egal. Ne? Das Thema eben halt, was mache ich, wenn ich zu hoch bin? Wie komme ich da schnell runter? Gucken wir mal, jetzt sind wir noch 1000 Fuß zu tief. Ja. Lieber zu tief als zu hoch, das kann ich nicht genug betonen, aber wir machen das alles jetzt mal im Managed. Germania 8971 descend 4000 feet on QNH 1014. Descending 4000 feet on QNH 1014. Germania 8971. 4000 blue, checked. So, unser Jojo kommt jetzt von oben nach unten. Wir erreichen gleich den Pass. Können auch gerne mal die Anzeige hier von den Triebwerken mal da einblenden, denn jetzt steht da gleich Idle, geht da rein und hier steht dann auch Idle, wenn wir den Pass erreicht haben. Thrust Idle, da seht ihr das und die Maschine geht in Idle und wenn sie in Idle ist, dann kommt hier auch Idle eingeblendet, wenn es dann richtig ist. Okay, wird hier nicht eingeblendet scheinbar. Okay, gucken wir uns nachher nochmal an. Transition, set QNH 1014. Approach Checklist, Briefing. Confirmed. ECAM Status. Checked. Seatbelts. On. Baro Ref. QNH 1014 set. QNH 1014 set. Minimum. 224 set. 224 set. Engine Mode Selector. Normal. And EFB Device. Secure Plug Disconnected. Approach Checklist completed. Thank you.
Ja, hier steht nichts mit Idle. Normalerweise steht hier auch Idle. Na gut, dann eben halt nicht. Aber es steht auf jeden Fall im FMA und das ist ja auch wichtig, ne, damit wir das sehen. Germania 8971 cleared ILS runway 24 right. Cleared ILS 24 right, Germania 8971. Germania 8971 request further descent. Germania 8971 cleared as published. Germania 8971 cleared. Wir waren ja auch schon geklärt, wir können also jetzt auch weiter runter aus eigenen Stücken. Ihr wisst, ihr müsst hier 3000 Fuß mindestens noch haben. Können auch noch mal sicher gehen, dann machen wir noch mal hier das Terrain an. Da haben wir 2200, das höchste Hindernis in dieser Range, ne? Deswegen steht das hier oben. Naja, gut, das ist in Ordnung, aber jetzt war irgendwas mit 3, ne? 3000 100, okay, deswegen sollen wir auch hier 3000 Fuß höher sein, weil hier ist das höchste Hindernis in 3000 Fuß. Okay, wir sinken schon mal auf 3000. 3000 Blue, checkt. Gut, dann machen wir mal die Range etwas besser. Terrain wieder aus. Wir wissen, rechts von uns ist Terrain. So, wir sind geklärt. So, aber wir können noch nicht. Hier, ich mache es noch mal eben schnell. Hoffentlich geht das noch. So, aber wir konnten noch nicht draufdrücken auf den Approach Mode. Warum nicht? Weil wir das Ding hier noch gar nicht intercepten können. Ne? Der Localizer ist leider noch nicht empfangbar. Da habe ich euch ja, jetzt ist es egal, jetzt sind wir ja in NAV, jetzt werden wir uns ja immer weiter dem Flughafen annähern, aber ich hatte euch ja letzte Woche erklärt, wenn also dieser Vorfall eintreten sollte im X-Plane und ihr müsst aber jetzt geklärt sein und ihr könnt ihn aber noch gar nicht intercepten, den Localizer, dass man das dann im NAV macht, ne? Haben wir gesagt, Radial Inbound und dann drücken wir einfach wieder auf den Heading Bug, damit dann wieder NAV Blue erscheint hier, damit er dann den Radial Inbound intercepted, ne? Haben wir drüber gesprochen. Wird uns auch nächste Woche ganz häufig dann. Also werden wir uns nächste Woche ganz häufig angucken. Da brauchen wir das nämlich. Ja, jetzt sind wir immer noch 22 Mal. Der Localizer ist immer noch nicht da. So, dann können wir schon erzählen, dann haben wir noch, den gehen wir jetzt mal in Activate Approach Phase. Checkt. Tja, das ist merkwürdig. Jetzt ist er da. Also, sie jetzt von der anderen Seite ist er erst bei 19 Meilen da. Also, das ist natürlich ein absolutes Unding. Na gut, jetzt sind wir geklärt, dürfen wir nicht vergessen draufdrücken. Hier sehen wir das. GS Log Blue, Cut-3 Dual AP 1 und 2. Cut-3 Dual deswegen, weil wir unter 5000 sind, sonst würde da Cut-1 stehen. Und wir haben hier GS Log Blue, haben wir im Unterricht gerade uns angeguckt, was da kommen muss, ne? Also, jetzt ein Decelerated Approach mit Flaps 2. Und ihr seht schon, wie lange das dauert. Wir werden fast kaum noch eine Chance haben mit Flaps 2. Also jedenfalls nicht beim Centerfix. Bei dem Fox 24 rechts, weil das ja unter Final Dependent Point ist, darauf kommt es ja an, geht das aber sonst nicht. Okay, Flaps 1, Speed Check, Flaps 1. Da müssen wir leider ein bisschen früher jetzt die Klappen schmeißen. Oder die Klappen fahren, ne? Damit wir das noch schaffen. Wenn wir es überhaupt noch schaffen mit Flaps 2.
Ihr seht also, jede Meile zählt, ne? Logstar checkt. Flaps 2, Speed checked, Flaps 2. So, ist uns natürlich zu langsam. Die magischen 175 Knoten. Glide Slope Alive, checked. Gleich kommen wieder GS Star. Lock, checked. GS Star, go around altitude 4000 feet Z, checked. Nächste Sache, wir wissen, in 2300 Fuß, noch einmal, Baro plus auf den nächsten 100er aufgerundet, plus 2000 sind nun mal 2300. Das ist der nächste Schritt dann für Gear Down. Und ihr seht, die Geschwindigkeit bleibt schön da kleben. Wir haben keine Probleme, wir sind weit letztendlich hiervon entfernt. Man könnte jetzt auch noch weiter runter gehen, wenn man noch mehr Margin haben will für die nächste Klappenstellung. Man geht dann vielleicht auf 170 Knoten. Wir sind immerhin 8,2 Meilen noch vom Touch entfernt. Also das ist völlig legitim. So, dann haben wir genügend Margin hier zu der Flaps 3 Overspeed. So, 100 Fuß noch. Alles klar, Gear Down, unsere Items, und wir gehen auf Manage Speed, könnten wir auch vorher machen, wäre vielleicht sogar besser gewesen. Hier, Trigreen, Flaps, Speed Check, Flaps 3, Speed Checked, Flaps Full, Speed Check, Flaps Full. Dann machen wir Ding Dong Ding Dong. Landing Checklist, Cabin Crew Advised, Auto Thrust, Speed, Go Round Altitude, 4000 feet Z, ICA Memo, Landing No Blue, Landing Checklist Completed. So, jetzt sind wir in 1700 Fuß ungefähr stable, also gestable gewesen. Ein Moment, nicht, stimmt nicht ganz. Wir sind jetzt genau stable, ne? Weil hier sind die 10 Knoten. Okay, alles klar. Aber Checklist ist gelesen, wir sind also in 1600 Fuß stable. Naja, also wir stellen jetzt doch wirklich fest, aufgrund der Aerodynamik hier, jedenfalls im X-Plane mit dem Flight Factor, können wir sagen, wir brauchen nicht mal eben 300 Fuß wie in Wirklichkeit, sondern hier brauchen wir also gute 600 Fuß, eher mehr. Und naja, das ist also noch ein Argument dafür, dass wir früh anfangen müssen. Ne? Ist ja logisch. Ne? Aber ihr seht, wir sind komplett ohne Stress, haben wir den Anflug durchgeführt. Wir müssen nicht so aufpassen, dass wir in irgendein Overspeed kommen. Und so sollte der Anflug ablaufen. Das ist ein ganz konservativer, was heißt konservativer, ist ein ganz sicherer Anflug, ohne irgendwelche. Und auch das ist ja richtig, wir haben auch nicht das Procedure gebrochen, denn wir sind einfach nur früher. Denn Airbus hat ja gesagt in dem Manual, wenn ihr euch letzte Woche noch dran erinnert, da stand ja dann drin, 2000 Fuß Minimum. Also das heißt, ich kann auch in 3000 Fuß Flaps 2 machen. Ne? Kann ich machen. Ist völlig in Ordnung. Naja, und dann geht das eben halt weiter. Und 1000 Feet checked, stable. Und alles ist im grünen Bereich. Come on, 8971, clear to land, wind 250, 10 knots. Runway 24 right. Clear to land, runway 24 right, come on, 8971. Naja, und wann ihr denn den Autopilot rausmacht oder nicht, ich zeige euch das mal, wie ich das mache. Ich glaube, da gehen dann beide raus wahrscheinlich, ne? Wenn ich da drauf drücke, gehe ich mal von aus. So, wir sind bei 500 Fuß. Bei 324 kommt Approaching Minimum.
Len Green, checkt. Len Green haben wir letzte Woche schon kennengelernt. Len Green war, wenn hier Land erscheint, Land, ist dieses diese FCU gefrozen. Ne? Kann ich nichts mehr mitmachen. Hier, wenn ich jetzt auf Approach Mode drücke, ich kann ihn nicht mehr deselecten. Normalerweise haben wir ja in der Folge 16a kennengelernt, man kann ihn deselecten dann. Ja, das kann man, aber nicht mehr, wenn hier die LAN-Folge in 350 Fuß auftaucht, dann geht es nicht mehr. Ne? Ja gut, also habe ich den Autopilot schon rausgenommen. Naja, und dann lande ich eben halt. Ne? Cut 1, check, dann gehen wir nämlich zurück auf Cut 1 Minimum. Eben war es ja Cut Redual, jetzt ist Cut 1, das ist normal, wenn wir die Autopiloten rausnehmen. Naja, und dann machen wir das Gas raus und so weiter und so weiter und dann sind wir gelandet. Gut, so, das war mir nochmal wichtig. Jetzt habt ihr beides kennengelernt. Ab heute machen wir ein Decelerated Approach mit Flaps 2. Es ist weniger Stress, es funktioniert alles und das setze ich jetzt mal so für den Unterricht fest. In eurer Praxis könnt ihr das selbst festlegen. So, jetzt machen wir nochmal den Approach, wenn wir jetzt den Glide-Sloop von oberhalb intercepten. Und ich glaube, ihr könnt euch auch schon vorstellen, wenn ihr jetzt letztendlich mit Flaps 1 reingehen würdet und es kommt dieses Problem auf, dass ihr von oben den intercepten müsst, den Glide Pass, tja, dann habt ihr ja noch mehr Probleme, weil dann muss die Sinkrate, werdet ihr gleich sehen, muss ja höher sein. Klar, der ist ja unterhalb der Glide Pass, also muss ich ja irgendwie schneller sinken, damit ich ihn wieder einfange. So, und das ist das große Problem. Wenn ich dann also nur mit Flaps 1 da unterwegs bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass alles aus dem Ruder läuft, relativ groß und dass dann der Go-Round wahrscheinlich dann ansteht, ist auch nicht mehr so weit weg. Also das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber wir spielen das Ganze mal durch. Thema Intercept Glide Slope from Above. Kamania 8971 request descent. Kamania 8971 standby. Kamania 8971 turn right heading 220. Kamania 8971, turn right heading 220. Heading 220, checked. Das Spiel kennen wir jetzt. Pull heading, checked. Machen wir die Message weg hier. Ach, ich habe gar nicht inserted. So, jetzt. Full Heading. So, jetzt haben wir es. Kamania 8971 descend 6000 feet on QNH1014. Descending 6000 feet on QNH1014. Thrust dial oben descend 6000 blue. Check. Kamania 8971, reduce 220 knots. Reducing 220 knots, Kamania 8971. So, jetzt können wir 220 einschalten. Dann haben wir auch das Problem nicht mehr mit der Richtlinie 230 und 3000 Fuß. Ne? Wir sind ja schon darunter, ne? Das, was ich euch als Tipp gegeben habe. Naja, aber dadurch, dass wir jetzt in Selected Speed sind, können wir natürlich auch jetzt schon die Approach Phase aktivieren. Warum nicht? Jetzt können wir auch, ich gebe euch nochmal, hatte ich letzte Woche ja erklärt, angenommen der Controller sagt jetzt wirklich, you're cleared ILS, ne? Aber wir sind ja immer noch 34 Meilen davon entfernt. Na gut, dann drücken wir eben halt hier einmal drauf. Moment. So, dann haben wir wieder das NAV Blue, da kommt der Intercept Point und dann würde er automatisch das Ding intercepten. Ne? Das war ja der Tipp für euch, damit wir dem ein bisschen entgegenwirken hier mit der Reichweite des Localizers. Ne? Gut.
Ja, so ein Unterricht dauert immer, ne? Ein bisschen länger, wenn man immer die Anflüge macht. Das ist wie im echten Simulator auch. Da macht man dann dieses Szenario und dann ist man irgendwann gelandet und dann fängt man wieder von vorne an und dann macht man wieder ein neues Szenario. Naja, und das dauert natürlich immer, weil auch diese Zwischensachen natürlich, dann müssen Checklists gelesen werden, die ganzen Non-Normal-Checklists, dann wird ein Briefing gemacht. Naja, und so zieht sich natürlich ein Simulator dann natürlich auch immer hin, ne? Diese 4 Stunden, ne? Oder 6, bei uns jedenfalls. Transition, Z-Baro 1014. 1014, Approach Checklist. Briefing, confirmed. ECAM Status, checked. Das ist auch albern hier, Landing Inhibit. Ne? Die Maschine denkt, die ist jetzt noch schon bei der Landung. Ne? Also ich muss den nochmal neu starten. Hier stimmt was nicht. Ne? Also ich hoffe, dass das jetzt trotzdem alles funktioniert. Komischerweise hat die Maschine nicht begriffen, dass wir schon wieder in der Luft sind. Ne? Okay. Was haben wir da noch? Seatbelt Signs sind on. Baro-Rev. QNH 1014 Z. QNH 1014 Z. Minimum. 224 Z. 224 Z. Engine Mode Selector. Normal. EFB Device. Secured Plug Disconnected. Approach Checklist completed. Speed All Star. Checked. Germania 8971. Descend 2700 feet. Descend 2700 feet, Germania 8971. Thrust Eye Loben Descend 2700 Blue. Manage Speed. Germania 8971 Correction, please maintain 4000 feet. Maintain 4000 feet, Germania 8971. 4000 Blue, checked. Germania 8971, on present heading, cleared ILS, runway 24 right. Cleared ILS, Germania 8971 Correction, cleared localizer 24 right. Okay, cleared localizer 24 right, Germania 8971. Heading lock. Blue, checked. So, der Localizer ist hier aktiv. Wir werden den Localizer jetzt capturen. Das ist ja schon mal ganz gut. Germania 8971, just to confirm, we are cleared ILS. Germania 8971 negative. You just cleared localizer for ILS approach runway 24 right. Okay, cleared localizer 24 right, Germania 8971. Glideslope is alive, checked. Ihr seht, wir sind jetzt schon, der Glideslope kommt jetzt, weil wir noch sehr hoch sind. Ne? Also wenn wir jetzt den Glideslope hier jetzt intercepten würden, rein theoretisch, was wir ja noch nicht dürfen. Und wir haben noch nicht mal die Klappen gesetzt, ne? Obwohl wir weit weg sind. Wir sind immer noch 17 Meilen weg. Das habt ihr vorhin auch gesehen an dem Bild, was ich euch gezeigt habe. Also da macht es jetzt definitiv Sinn, schon mal mit Flaps 1 dagegen zu wirken. Okay, Flaps 1, Speed Check, Flaps 1. Germania 8971 request to clear it for ILS DME 24 right. Germania 8971 negative. Maintain altitude 4000 feet. Germania 8971. Okay, Germania 8971 maintain altitude 4000 feet. Okay, Flaps 2, speed check, Flaps 2. Okay, 175 wieder. So, und wir sehen jetzt, was passiert. Der Glideslope ist eigentlich schon in der Mitte. Wir könnten jetzt den Glideslope, das ILS, intercepten. Dürfen wir aber nicht. Ist natürlich blöd, ne? Speed All Star, checked.
So, wenn jetzt diese Situation eintreten sollte, dann sagte ja Airbus vorhin, ja gut, dann müsst ihr dann auf jeden Fall, wenn ihr das Ding von oben interceptet, mit dem Gear dann nachhelfen. Ja, das ist richtig. Also mit dem Gear müssen wir sowieso nachhelfen. Aber es ist ja so, wir haben ja schon glücklicherweise, ne, jetzt seht ihr mal, wie viel Sinn das auch macht, wir sind auf schon Flaps 2. Das macht natürlich jetzt Sinn. Das heißt, wir haben schon genügend Widerstand aufgebaut. Was ich allerdings jetzt in diesem Fall trotzdem tun würde, ich würde auf Managed Speed gehen, damit die Geschwindigkeit geringer wird. Also Managed Speed. So, und ihr seht, was passiert. Der Glideslope geht nach unten weg. So, und dann spielt es auch keine Rolle mehr mit irgendwelchen Geschwindigkeiten. Hauptsache Speed ist weg, weil ich muss jetzt gleich stärker sinken. Und sowas wird natürlich dann immer hektisch, ne? Germania 8971 cleared ILS, Runway 24 right now. Germania 8971 cleared ILS 24 right. So. Ja, das ist dann natürlich so ein Bild, das will man nicht haben, aber das kann passieren. Und das Erste, was wir machen ist, wenn wir jetzt geklärt sind, wir drücken den Approach Mode. Das machen wir mal. Approach Mode drücken, zweiten Autopiloten rein. So, damit haben wir GS Blue. Okay. Aber, kannst du die Dual AP 1 und 2, by the way, ebenfalls. So, das Problem ist, die Maschine verharrt jetzt in 4000 Fuß. Die Maschine würde jetzt nicht sinken, definitiv nicht. Wir würden also letztendlich immer weiter geradeaus fliegen in 4000, bis wir dann irgendwann Go-Round einleiten. So, jetzt wollen wir das Ganze aber noch capturen. Und da gibt es ein Procedure, das erkläre ich euch jetzt. Das allererste, was wir machen, ist, wir drehen die Höhe hoch. Wir drehen die Höhe weg. Wir lassen sie nicht auf 4000, sondern wir drehen die Höhe weg, damit er ja nicht irgendwas und runter auch nicht. Bei der Boeing kennt ihr das. Bei der Boeing ist es andersrum. Da würde man jetzt die Höhe runterdrehen und mit Vertical Speed dann irgendwie arbeiten. Hier ist es beim Airbus anders. Hier dreht man die Höhe in die völlig entgegengesetzte Richtung. Also irgendwas, was darüber ist. Völlig egal was. Wir stellen das nachher auf die Go-Round Altitude schon wieder ein. Aber erstmal wegdrehen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir sinken mit 1500 Fuß. Wir dürfen auch noch auf 2000 erhöhen. Das dürfen wir auch. Aber 1500 Fuß ist eigentlich immer die erste Wahl. Und das machen wir jetzt. Also, wir drehen die Höhe weg nach oben. Wenn es dann geht. Nach oben weg. So, und dann gehen wir jetzt hier auf 1500 Fuß Sinkrate. So, und gucken mal an, was jetzt passiert. Jetzt fangen wir natürlich mit dem Gear an. Die Geschwindigkeit wird natürlich jetzt schneller werden, weil die 1500 Fuß ist zu viel mit Gear Down, mit Flaps 2. Also, Gear Down. Check, dann machen wir unser Item schnell. Okay. Und 1000 Fuß müssen wir stable sein. Okay. Ist Fahrwerk 3 grüne? Genau. Flaps 3, Speed checked, Flaps 3. Flaps full, Speed checked, Flaps full. So, 19.000 war ein bisschen viel, ne? Es reicht. Also, wenn, Hauptsache, es muss über 4000 sein. Denn das war ja die eingestellte Höhe. So. Wie hoch hier das weg drin ist, egal. So, und jetzt werden wir sehen, ob der Glideslope noch entgegenkommt, ob wir das noch hinhauen oder ob wir das nicht mehr schaffen. Wir können uns das auch mal angucken. Wir sind 600 Fuß zu hoch. Das ist schon allerhand. Aber ihr seht, die Raute kommt jetzt wieder nach oben. Wenn wir die Raute gecaptured haben, geht automatisch Glideslope green, geht hier grün, wird also gecaptured. Und das ist ja wieder unser Trigger, um die Missed Approach Altitude, die Go-Round Altitude einzustellen. Checklist, können wir noch nicht machen, weil die Go-Round Altitude ist noch nicht eingestellt.
So, jetzt capturen wir hoffentlich gleich. Glide Slope Capture, Mr. Approach Audio to 4000 Feet Set, Check Landing Checklist. Cabin Crew, Advised. Auto Thrust, Speed, Go Around Altitude, 4000 Feet Set, IK Memo, Landing No Blue, Landing Checklist Completed. So, established. Über 1000 Fuß, alle Parameter sind eingehalten und letztendlich sind wir stable. Also, was haben wir gemacht? Die Höhe nach oben drehen. Wir fangen mit 1500 Fuß Vertical Speed an und lassen sie auf 1500 Vertical Speed. Da wir mit Flaps 2 reingegangen sind, macht es Sinn, sofort mit dem Gear dann weiterzumachen. Allerdings, ihr seht, als das Szenario schon sich anbahnte, dass wir also nicht jetzt sinken dürfen, haben wir gesehen, dass wir auf die Managed Speed gegangen sind, damit die Geschwindigkeit runterkommt. Und das führt uns auch gleich zu dem letzten Anflug, was machen, wenn wir zu hoch sind, insgesamt zu hoch sind. Bedeutet also, langsam ist das oberste Gebot, ganz, ganz langsam werden. Also auf die Managed gehen, Höhe hochdrehen, Vertical Speed 1500 und abwarten. Und dann natürlich sofort mit dem Gear Down, Flaps 3, Flaps Full nachhelfen, damit wir da auf jeden Fall nichts mehr mit zu tun haben, wir ganz viel Widerstand aufbauen und deswegen uns auch nicht so schnell letztendlich dem Flughafen nähern. Natürlich haben wir hier unsere Geschwindigkeit, aber hätten wir da oben noch die 175 Knoten anliegen, dann wären wir jetzt definitiv nicht stable gewesen. Also das ist das Procedure, wenn wir von oben ein Glideslope intercepten müssen. 1500 Fuß reicht eigentlich dicke aus. Ihr müsst ein bisschen Geduld haben, ne? Ihr müsst ein bisschen Geduld haben. Es dauert natürlich ein bisschen und das kriegt ihr eigentlich mit 1500 Fuß sehr gut hin. Und dann müsst ihr Geduld haben. Also nicht zappelig werden, wenn ihr mal sagt, oh Mensch, die 1000 Fuß kommen immer dichter, ja, sie kommen immer dichter. Das wird nicht so stable sein, wie wir das so alles so kennen, so vom entspannten Anflug her dann, ne? So, und wenn das dann nicht hinhaut, dass wir nicht stable sind, dann leiten wir in 1000 Fuß den Go-Round ein und dann ist das eben halt so. So, jetzt kommen wir zum letzten Anflug und zwar zu der Frage, was ist eigentlich, wenn wir insgesamt zu hoch sind? Und da müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, wir sind noch weit weg vom Flughafen, was das auch immer heißen mag, sage ich mal so 50 Meilen vom Flughafen und 8000 Fuß zu hoch, irgendwie sowas. Na? Kann durchaus sein. Wenn das der Fall ist, dann könnt ihr entweder im Managed Speed arbeiten, also Managed Descent arbeiten, oder ihr geht in Open Descent und dreht die Geschwindigkeit hoch. Das hatten wir mal beim Climb bzw. beim Descent auch besprochen mit den Modes, das müsst ihr jetzt drauf haben. Also ich gehe in Open Descent, drehe die Geschwindigkeit hoch, weil beim Open Descent ja nur die Geschwindigkeit interessant ist. Also wird er die Schnauze natürlich nach unten bringen ohne Ende. Wir haben Sinkraten sehr hoch. Wir können auch die Speedbrakes noch dazu nehmen. Also ich mache es einmal mal ganz kurz. Angenommen, wir sind jetzt viel zu hoch. Und wir müssen jetzt sinken, alles klar, dann gehen wir hier auf die, wie gesagt, das ist alles über 10.000, was wir jetzt hier erzählen, ne? Also über 10.000. Dann Open Descent und dann gehen wir hier, drehen wir die Geschwindigkeit hoch, so, gehen wir mal auf 320 Knoten, so, und dann nehmen wir auch nochmal die Speedbrakes dazu. Wie gesagt, die Hand gehört eigentlich an den Speedbrakes und ihr seht, die Geschwindigkeit nimmt jetzt natürlich zu mit der dazugehörigen Vertical Speed und ihr sinkt jetzt ganz schnell nach unten. Also wenn ich weit weg bin, kann ich das machen. Dann ist diese Methode die beste Methode. Das haben wir auch in der Descent Preparation und in der Descent Folge haben wir das auch gesehen bei Airbus. Da stand er ja ganz klar drin. Ihr müsst die Geschwindigkeit erhöhen und im Idle Thrust. Und wir sind im Idle Thrust, weil wir im Open Descent sind. Ihr seht das. Ne? Und dann könnte man das so machen. Und ihr seht, die Geschwindigkeit oder die Vertical Speed nimmt zu und dann würden wir auch irgendwann mal den Pass einfangen. Okay, das ist also Szenario 1. Wir sind weit weg vom Flughafen in einer Höhe, am besten noch über 10, weit über 10.000, damit wir auch 320 Knoten selektieren können.
Denn in 10.000 ist Nummer 100, ist Nummer 250 Knoten. Also da könnt ihr jetzt nicht mit 320 unterwegs sein. Also das geht definitiv nicht. Also das ist das eine Szenario. So, und jetzt kommen wir zum anderen Szenario. Wir sind jetzt hoch, aber schon sehr dicht am Flughafen. Und eigentlich kann ich das mit einem Satz relativ einfach erklären. Ihr müsst, wenn ihr zu hoch seid und dicht am Flughafen seid, die Maschine anfangen zu konfigurieren. Und je nachdem, wie hoch ihr schon seid, am besten durchkonfigurieren. Ihr seid in einer Höhe, wir machen das ja jetzt, ihr seid in einer Höhe und ihr sagt, Mensch, ihr müsst doch runter, ihr müsst doch runter, ich kann doch nicht, ich muss doch jetzt schnell runterstürzen. Ja, wenn ihr runterstürzt, so wie wir das eben gerade gemacht haben, dann ist aber das Problem, dass ihr auch die Geschwindigkeit erhöht. Und wenn ihr die Geschwindigkeit erhöht, selbst wenn ihr jetzt, sagen wir, in 250 Knoten fliegt, und wir machen das mal hier. Okay, turn right heading 210. So, und jetzt warten wir einfach mal ab. Wir machen auch hier unser Direct Intercept wieder, wie wir das alles kennen. Das hat ja damit alles nichts zu tun. So, Moment. Full Heading. Okay. So, jetzt haben wir unsere Linie. Jetzt gucken wir mal an, was die MCD uns rausschmeißt von der Höhe her. Wir sind 1600 Fuß zu tief. Das wird jetzt weniger werden, das ist klar. Und irgendwann sind wir zu hoch. So, wenn ihr jetzt gleich runterstürzen würdet, wir haben ja nur noch 30 Meilen bis zum eigentlichen Center Fix oder auch von hier zum Final Descent Point. Da müssen wir 3000 haben. Aber wir müssen ja auch schon konfiguriert haben, Leute. Das ist ja das Problem. Also, wie kann ich jetzt überhaupt eine große Sinkrate gewährleisten? Und das oberste Gebot ist, so schnell wie möglich die Geschwindigkeit abbauen. So schnell es geht. So schnell es geht. Das geht so weit, dass man, wenn man im Sinkflug ist, sagen wir, ihr seid in 15.000 Fuß und seid zu hoch, dann müsst ihr die Geschwindigkeit abbauen. Dann geht ihr auf die Green Dot Speed. Ja, so, aber ihr macht jetzt zwei Sachen gleichzeitig. Auch das haben wir in der Descent-Folge im Unterricht gesehen. Das stand da ganz wortwörtlich drin. Wenn wir jetzt zwei Dinge gleichzeitig machen, wir nehmen die Geschwindigkeit zurück, ja, aber sinken gleichzeitig noch, dann ist das natürlich, wenn wir jetzt weit weg sind vom Flughafen und so weiter, sehr uneffektiv, weil das ist jetzt so ein Mischmasch. Die Geschwindigkeit geht zurück, damit wird die Vertical Speed geringer und es dauert ewig lange, dann, ehe wir dann diese Geschwindigkeit erreicht haben. Und das geht so weit, dass ich, wenn ich dann wirklich schnellstens die Geschwindigkeit ist das Stichwort, Geschwindigkeit weg, sofort, auf die geringste Geschwindigkeit. So, und wie erreiche ich das, wenn ich im Sinkflug bin, indem ich hier drauf drücke und damit dann auf Vertical Speed Zero gehe? Also mit anderen Worten, ich level aus. Weil die Höhe, vielleicht sollten wir das gleich nochmal eben, wir machen das mal, das könnt ihr nicht nachvollziehen. Ich muss das mit euch so machen. Ich zeige euch das einfach mal. Sonst machen wir gleich noch einen Anflug. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Wir müssen erstmal warten, bis wir zu hoch sind. Wir sind noch 810 Fuß zu tief. Denn das Problem ist, wenn wir zwei Modes mischen, auf der einen Seite wollen wir geringere Geschwindigkeit haben, auf Green Dot zum Beispiel, auf der anderen Seite wollen wir aber weiter sinken. Das Sinken ist nicht das Problem. Die Priorität liegt auf der Geschwindigkeit. Wir müssen die Geschwindigkeit zurücknehmen, damit wir uns ja nicht dem Flughafen annähern. Denn wenn das der Fall ist, dann haben wir verloren. Die Höhe können wir abbauen, aber die Geschwindigkeit nicht. Und deswegen ist die Geschwindigkeit so enorm wichtig, dass wir die wegkriegen. So, jetzt sehen wir das. Unser Jojo geht nach unten. Wir sind zu hoch. Gucken wir uns das mal an jetzt hier.
Das ist zwar für viele vielleicht erstmal unverständlich, sag Moment mal, wenn ich jetzt die Geschwindigkeit reduziere und nicht sinke, dann komme ich ja noch weiter zu hoch. Genauso ist es. Genauso ist es. Aber anders geht's nicht. Anders ist es nicht möglich, es noch auf die Reihe zu kriegen. So, 1000 Fuß zu hoch. Nun sind wir ja auch schon relativ dicht am Flughafen. So, wenn wir jetzt zu hoch sind, das allererste, selbst wenn der Controller sagt, okay, Descent, was weiß ich, Descent 3000 Feet, okay, Descending 3000 Feet on QNH 1014. So, jetzt gehe ich in Open Descent, so. Fuß zu hoch, gut, das geht noch, aber immerhin. Aber wir sind ja auch schon dicht am Flughafen. Ne? So. Jetzt spielen wir das mal weiter. Jetzt fangen wir an zu sinken. So. Jetzt wissen wir, scheiße, wir sind zu weit am Flughafen ran. Wir müssen jetzt irgendwie runter. Die einzige Möglichkeit ist sofort, die Approach Phase zu aktivieren, damit wir auf die Green Dot Speed gehen. So, und was passiert jetzt? Die Geschwindigkeit geht runter auf die Green Dot. Unsere Vertical Speed, die eben, keine Ahnung, bei 1300 war oder so, wird jetzt weniger. Seht ihr das? Wird weniger, weil die Geschwindigkeit hier abgebaut werden muss. Und jetzt gucken wir mal, was hier passiert bei unserer Höhe. Wir nehmen immer weiter zu. Und jetzt könnte man denken, um Gottes Willen, das wird ja immer mehr, was soll ich denn jetzt machen? Nee, gar nichts machen. Ruhig bleiben. Wir werden immer höher. Wir können es nicht ändern, bis wir hier definitiv die Green Dot Speed haben. Und um das jetzt nicht miteinander zu vermixen, mache ich Folgendes. Ich drücke hier drauf. So, VS0. Speed VS0. Damit level ich aus. Ich werde immer höher. Das ist mir alles bekannt. Aber ich habe auf jeden Fall die Möglichkeit, jetzt ganz schnell auf die Green Dot Speed zu kommen. Und was mache ich jetzt? Jetzt mache ich Flaps 1. Speed Check. Flaps 1. Wir gucken wieder nach. Wie hoch sind wir? Oh, scheiße, 2700 Fuß zu hoch. Um Gottes Willen, macht nichts. Völlig uninteressant. Ich muss die Geschwindigkeit abbauen. Gut, ich könnte jetzt auch noch mal mit den Speedbrakes arbeiten. Könnte ich auch. Lass ich absichtlich mal weg. Ist noch eine Option, lass ich weg. Okay, du bist cleared ILS. Alles klar, haben wir gemacht. GS Lock Lucas Redual AP 1 und 2. Okay, nächste Step. Flaps 2, Speed Check, Flaps 2. Immer weiter. Wir müssen ganz schnell die Geschwindigkeit runterkriegen. Gear down. Flaps 3. Speed check. Flaps 3. Flaps full. Speed check. Flaps full. So, jetzt haben wir die Geschwindigkeit erreicht. Jetzt gehen wir wieder in Open Descent. Jetzt gehen wir in Open Descent. Jetzt müssen wir unsere Items machen noch. So. Klappen sind gefahren. Ding Dong können wir auch schon machen. Wir können auch schon sehen. Jetzt seht ihr das mal, ne? Jetzt sind wir ganz, ganz langsam. Ganz, ganz langsam. Und jetzt fahren wir, ihr kennt den Ausdruck schon von mir, der Fahrstuhl geht jetzt nach unten. Wenn ihr jetzt noch mit 200 Knoten unterwegs seid, ist der Anflug hin. Keine Chance. Definitiv nicht. So, jetzt gucken wir an, was die Höhe macht. Immer noch 3000 Fuß zu hoch. Aber wir nehmen ab. Ja? Ob wir das noch schaffen, werden wir sehen. Müssten wir aber noch schaffen. Der Gleitslope kommt auch schon wieder in unsere Richtung. Wenn der Gleitslope hier ist, haben wir es sowieso geschafft. Ne? Selbst wenn der Ball hier nach unten ist, der Jojo, wenn der Gleitslope hier ist, dann sind wir ja im grünen Bereich. So, Transition, dann wird es nämlich hektisch. Ne? Transition dürfen wir nicht vergessen. Okay, QNH 1014, Pro Checklist, Briefing, confirmed, ECAM Status, check, Seatbelts, on, Bau Ref, QNH 1014 set, Minimum, 224 set, Engine Mode Selector, Normal, EFP Device, Secured Back Disconnected, the Pro Checklist completed. Ihr seht, man muss alles ein bisschen schneller machen jetzt.
Und ihr seht, wir haben immer noch, wie weit sind wir? 2500 Fuß zu tief, zu hoch. Aber der Glideslope kommt schon in unsere Reichweite. Und wenn wir jetzt den Glideslope intercepten, das ist ja gleich der Fall. Jetzt ist es das gleiche Szenario wie vorhin. Wir intercepten jetzt den Glideslope vom Above. Ne? Das ist ja, denn die Graute ist ja unterhalb. Das heißt, er wird jetzt gleich den Glideslope capturen. Ja, jetzt stellt euch mal vor, ihr seid noch mit 200 Knoten unterwegs und ihr capturet den Glideslope. Wie wollt ihr da die Geschwindigkeit abbauen? Geht ja gar nicht. Aber das ist ein nächstes Thema. Hier geht es ja jetzt erstmal darum, wie wir die Höhe abbauen. Wir können auch Folgendes machen. Wir gehen mal aus dem Approach-Mode raus, absichtlich. Wenn es dann geht. Wir gehen aus dem Approach-Mode raus, einfach um jetzt nicht zu intercepten, sondern zu gucken, was unsere Höhe macht. Wann wir die 3000 Fuß erreicht haben. Deswegen, das mache ich absichtlich jetzt mal so. Und wir sehen, 2000 Fuß nur noch zu hoch. Wenn wir jetzt, wie gesagt, die Raute für das ILS ist ja für uns entscheidend jetzt. Ne? Wir wären jetzt auf dem ILS und fliegen das Ding eben halt von 5200 Fuß runter. Ist ja kein Problem. Wir sind ja stable, alles in Ordnung, alles ausgefahren, alles perfekt. Ich will euch nur mal zeigen, wie lange es jetzt eigentlich noch dauert, um in dieses Jojo reinzukommen. Ne? Das ist natürlich jetzt für das ILS uninteressant, aber das Jojo hätten wir ja auch, wenn wir weiter weg sind vom Flughafen. Und wir wollen eben halt jetzt wieder in das Jojo kommen, also in den Pass kommen. Dann ist das Jojo ja interessant und nicht das ILS. Und ihr seht, jetzt sind wir nur noch 1500 Fuß zu tief. Wir haben noch 7 Meilen ungefähr bis zum, oder 6 Meilen bis zum Final Descent Point. Hier ist der Energy Cycle, den haben wir dann auch gesehen letzte Woche, ne, der Energy Cycle. So, wir waren also knapp 3000 Fuß zu hoch und wir sind jetzt beim Centerfix und haben 3000 Fuß erreicht. Und das ILS ist ja sowieso kein Problem, jetzt würden wir es wieder von below intercepten. Also so ist das. Also noch einmal, wenn die Problematik auftippt, weit weg vom Flughafen, könnt ihr das machen, also runterdrehen die Höhe und die Speed hochdrehen und richtig runterstürzen. Passt aber bitte auf, wenn das der Fall ist, ne? Passt bitte auf TCAS auf, Leute. Wenn ihr dann mit 5000, 6000 Fuß runterstürzt, dann müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht mit TCAS irgendwie in Konflikt kommt. Deswegen hatte ich euch ja auch gesagt, ganz zu Anfang, bevor der Descent eingeleitet wird, gehen wir hier beim Traffic auf Below, ne, damit wir ein besseres Bild haben. Denn da reichen nicht mehr 2700 Fuß Höhe, die ich da sehe. Da möchte ich dann auch mal wissen, welche die 5000 Fuß unter sind, wenn ich mit 5000, 6000 Fuß den gerade angebrettert bekomme. Ne? Also das ist schon mal, da seht ihr jetzt auch die Wichtigkeit. Und gut, bis dann das Jojo wieder erreicht ist. Und die andere Sache wäre, können wir da mal mitmachen. Die andere Sache wäre, wenn wir jetzt dicht am Flughafen sind, da ist nichts mehr mit Geschwindigkeit. Geschwindigkeit weg. Entweder auf die Grindit-Slot-Speed oder was wir jetzt gemacht haben, ihr seht, das war sehr wichtig, weiter konfigern. Die ganze Zeit weiter konfigern. Und wenn ihr das Fahrwerk schmeißt und selbst wenn ihr dann nachher feststellen solltet, naja, das war ein bisschen sehr früh mit dem Fahrwerk, wir hätten das auch ohne Fahrwerk hingekriegt. So what? Kein Problem. Aber zu hoch und Go-Round, das ist ein Problem. Deswegen durchkonfigern, Flaps 1, Flaps 2, vielleicht auch mal erst das Fahrwerk schmeißen. Auch das ist möglich. Ich kann auch mit dem Fahrwerk dann anfangen. Könnt ihr auch machen. Und dann konfigert ihr die Maschine durch. Und was wir auch gesehen haben, wenn wir das also mixen, wir sinken und gleichzeitig wollen wir aber die Geschwindigkeit reduzieren, dann dauert das ewig lange. Aber wir haben die Zeit nicht so lange zu warten. Also geht man dann hier mal auf Push the Level Off. Hier VS0, damit wir also ausleveln und Hauptsache die Geschwindigkeit erstmal abnimmt. Okay, das könnt ihr mal, man sagt eigentlich, man schafft ungefähr zwischen 2- und 3-facher Höhe. Also ihr müsst es ja nicht ausreizen mit der 3-fachen Höhe, aber die 2-fache Höhe schafft ihr. Also wenn ihr angenommen mal beim Centerfix oder Final Descent Point vielleicht 4000 Fuß haben müsst, und ihr seid dort, genau dort in 8000 schafft ihr es, oder ja, dann schafft ihr es immer noch. Also die doppelte Höhe ist möglich, aber nur mit dieser Methode.
Nur mit dieser Methode. Ne? Es geht auch mit der Boeing, geht auch die Dreifache, das habe ich auch schon geschafft. Aber wie gesagt, das ist dann auch, da muss man dann schon wirklich, da muss man genau wissen, was man tut und da muss man auch abschätzen können, geht es denn überhaupt noch oder nicht. Ich habe das mal in Köln gemacht, auf dem Automarker war ich dreimal zu hoch wie der Automarker und bin trotzdem noch sicher gelandet und alles gut. Aber wie gesagt, das soll es nicht sein. Ne? Also, wenn dieser Fall eintreten sollte, dann würde ich doch darum beten, bitte, dass ich aus der Sequenz rauskomme oder den Anflug verweigern. Also, diese Möglichkeit besteht ja nach wie vor. Wenn ihr also seht, nee, Leute, das ist mir alles zu stressig, ich will das alles nicht, dann sagst du, okay, unable for the approach, request new approach. Oder es gibt auch eine Möglichkeit, ich mache das nochmal eben. In unserem jetzigen Bild wieder, ne? Angenommen, ihr seid jetzt hier noch in 20.000 Fuß. So, und ihr sagt, nee, sorry, also das werde ich wohl nicht mehr schaffen oder wie auch immer. Ja, dann sage ich, selbst wenn er schon gesagt hat, cleared ILS, dann sage ich, unable for approach, request radar vectors, request delay vectors, so nennt sich das eigentlich. Die request delay vectors due to altitude. So, und dann weiß er, ah, okay, das wird er nicht schaffen oder will er nicht schaffen. Gut, ich gebe ihm nochmal 10 Meilen mehr. Dann vectored er hier irgendwie raus, nach rechts, nach links oder hier vom ILS nochmal, macht ihr nochmal einen Vollkreis oder gibt es verschiedene Möglichkeiten, was der Controller dann auch zu verantworten hat. Und naja, und dann ist es kein Problem. Also, bevor ich irgendwas riskiere, sage ich unable und ich möchte Delay Vectors haben. Wenn ihr aber sagt, ja, das schaffe ich noch, ich weiß ja, wie es geht. Wenn das noch einigermaßen möglich ist, dann macht ihr das genau nach der Methode. Geschwindigkeit weg, durchkonfigurieren und dann geht das. Okay? Also jetzt haben wir natürlich echt tolle Sachen heute gemacht. Das war eigentlich gar nicht geplant heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Weder das Glide-Slope from above, noch die Frage, was ist, wenn wir zu hoch sind. Das war eigentlich alles gar nicht geplant. Aber trotzdem, ich denke mal, das war sehr wichtig. Dann haben wir das gleich abgehandelt und ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, weil das ist doch für viele Leute häufig ein Problem. Die meinen, sie müssen dann schnell runtersegeln oder Hauptsache Höhe abbauen. Nee, gar nichts. Höhe interessiert nicht mehr. Nur noch Geschwindigkeit weg. Und die Höhe, die kommt dann von ganz alleine, weil Fahrstuhl nach unten, ne? Kennt ihr mittlerweile. Toll, super. Da haben wir viel geschafft heute. So, für mich nochmal ganz kurz. Ich gehe nochmal eben in die Präsentation rein. Zum allerletzten Mal. Das waren die Bilder alle noch, die ihr gesehen habt. Ne, habt ihr also, konnte ich euch beweisen, dass es das auch in Wirklichkeit so ist, dass wir mit 175 Knoten da letztendlich unterwegs sind. So, und das war der letzte Approach, der allererste, den wir ja gemacht haben mit der Stabilize-Methode von Airbus, mit dem 3D-Approach, so nennt sich das. Das werden wir also nicht mehr machen. Wir gehen mit Flaps 2 rein und das werden wir für die nächsten Anflüge machen. Damit brauche ich auch nicht immer wieder euch sagen, okay, Airbus macht das so, wir machen das so oder Airbus macht das so in diesem Fall und so, sondern wir legen das jetzt einfach mal so fest und nicht, dass ihr euch wundert, warum wir das die nächsten Wochen dann eben halt nur noch mit Flaps 2 machen in den Decelerated Approach. Wird uns nämlich nächste Woche beschäftigen. Nächste Woche ist Non-Position Final App dran. Auch das kann man mit Decelerated Approach fliegen. Naja, und das machen wir dann eben halt so wie jetzt die letzten Anflüge. Okay? Schön, super. Oh, das war heute schön. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht. So, das war jetzt der ILS Approach. Ich denke mal, ihr habt jetzt genügend Wissen und Handwerkszeug an die Hand bekommen, um einen vernünftigen Precision Approach, LogGS, ILS Approach durchführen zu können. Beide Anflugverfahren sind natürlich legitim. Ihr könnt den Decelerated Approach im Flaps 1 durchführen oder ihr könnt ihn auch mit Flaps 2 durchführen. Über das überlasse ich euch. Da braucht ihr vielleicht auch ein wenig Erfahrung, um beurteilen zu können, was denn doch für euch besser passt. Für die Leute von euch, die dann später mal ein Checkbook bei mir machen, beides ist definitiv natürlich akzeptiert, sofern ihr natürlich die Parameter einhaltet. Das ist die Voraussetzung. Beide Anflugverfahren sind dann aber auf jeden Fall auch approved und genehmigt.
Nächste Woche geht es um die Non-Precision Approaches, und zwar eine Anflugart des Non-Precision Approaches. Das wird die Final App sein. Wir können ja Non-Precision Approaches so ähnlich durchführen wie ein ILS, und das ist der sogenannte Final App Modus. Und auch da dürfen wir im sogenannten Decelerated Approach den Anflug durchführen. Wir werden es aber nicht so machen. Wir werden definitiv ab heute jeden Decelerated Approach dann mit Flaps 2 in den Anflug reingehen, weil ich will jetzt nicht grundsätzlich immer beide Sachen gegenüberstellen. Ihr kennt es jetzt, Flaps 1 oder Flaps 2, das ist euch überlassen. Aber im Unterricht, im weiteren Verlauf des Type Ratings, werden wir bei einem Decelerated Approach grundsätzlich mit Flaps 2 reingehen, um eben halt aus unserem Schema F nicht rausgerissen zu werden. Also nur, dass ihr da auf jeden Fall euch nicht wundert, warum wir jetzt nur noch in Flaps 2 reingehen und nicht mit Flaps 1, denn letzte Woche haben wir ja beides kennengelernt. Ich denke mal, das sollte das auch dann gewesen sein. Und es obliegt an euch, ob ihr dann sagt, ich möchte das so machen oder ich möchte das so machen. Das könnt ihr dann für euch entscheiden. Ich wünsche euch auf jeden Fall gutes Gelingen. Sucht euch ein paar ILS-Airports aus, vielleicht auch an unterschiedlichen Höhen, damit dieser zeitliche Ablauf der Konfiguration verinnerlicht wird. Trainiert es einfach ein paar Mal. Ihr habt gesehen, der ILS-Approach ist jetzt nicht so schwierig, aber trotzdem ein bisschen Übung gehört natürlich trotzdem dazu. Deswegen trainiert das. Und wir sehen uns dann in alter Frische wieder nächste Woche, wenn es dann um das Thema geht, wieder Aircraft Guidance Management Final App. Bis dahin, alles Gute, Happy Landings und bis nächste Woche.